Wir müssen die Verräter schleunigst finden. Sonst nehmen die Krieger die Sache in die Hand. In der Burg herrscht schon genug Aufregung. Glaubst du, sie würden Krach offen angreifen? Meinen Vater oder sich gegenseitig. Alte Skelliger Tradition. Wir hatten schon lange keinen Bürgerkrieg mehr. Ich wusste, es gibt Ärger. Es war alles viel zu ruhig. Seltsam. Das hat Arnwald auch gesagt. Dass auf guten Festen nicht nur Met fließen muss, sondern auch Blut. Der Wunsch ist ihm erfüllt worden. Ich hoffe wirklich, dass Hjalmar etwas Sinnvolles macht und nicht nur auf einen Kampf aus ist. Entspann dich. Dein Bruder ist ungestüm, nicht dumm. Wir bewahren den Alkohol am anderen Ende des Kellers auf. Komm, ich zeig es dir. Oh, der Gestank. Ist das Wodka? Mahakama-Schnaps. Da hat jemand mehrere vorzügliche Fässer ruiniert. Zum Glück hat Vater gerade andere Sorgen. Direkt hinter dir. Da bin ich aber froh. Blut und Pilze. Meinst du, wir finden raus, wo dieses Fass herkam? Sieht anders aus. Was zum... Scheiße. Der Schnaps! Da ist noch ein Ausgang hinter den Fässern. Aber sie sind zu schwer. Die kriegen wir nicht weg. Hab ich auch nicht vor. Götter,
bei lebendigem Leibe verbrennen können. Da legt aber jemand großen Wert darauf, dass wir die Nachforschungen einstellen. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Ist das ein Geheimgang? Nicht allein. Wir kaum benutzt. Als wir noch klein waren, haben wir hier gespielt. Einmal, ach, die Vergangenheit. Brandstifter erwische. Mal überlegen. Er musste den gleichen Eingang wie wir benutzen. Ob er Spuren hinterlassen hat? Vielleicht. Als die Tür zuschlug und das Feuer ausbrach, hast du da auch eine Flasche bersten hören? Nein, aber ich habe auch nicht die Sinne eines Hexers. Du hörst ja bestimmt das Haar auf meinem Kopf wachsen. Ich versuche nicht zu lauschen. Komm, wir sollten den Eingang untersuchen. Da ist jemand durch den Met gelaufen. Bessere Spuren gibt es nicht. Klebrig vom Met. Bricht ab. Wir müssen einen anderen Hinweis finden, dem wir folgen können. Er muss gemerkt haben, dass sie gerissen ist, aber er war in Eile. Was ist das? Ein Stück Stoff. Das gibt es doch nicht. Was denn? Arnvalds Tunika. Nur er trägt sowas. Bist du sicher? Ich habe ihn in der Haupthalle mit dem Bediensteten gesehen. Los! Sven. Deinesgleichen erkenne ich auf eine Meile. Ich hätte einen Festländer heiraten können. Sicher hat er einen Riesen getötet, aber jetzt hängt er nur rum und verführt die Mädels.
Schau, da ist er! Nimm dir ein Pferd. Wir reiten ihm nach. Weiter so, Plätze. Anwalt! Stopp, verdammt! Er wird nicht auf dich hören. Wenn ich den erwische! Du hast keine Chance! Das werden wir ja sehen! Los, Plätze! Ha! Erwischt! Warum hast du sie verraten? Rede, oder ich beende es. Kein Ankreid sollte jemals auf Skelliges Thron sitzen. Ich kenne euch besser als jeder andere. Ihr seid heißblütig, unverantwortlich. Skellige braucht Stabilität. Einen starken König. Keinen, wie ihn die betrunkenen Jarls wählen. Interessant. Das höre ich von dir zum ersten Mal. Aber ich weiß, wer genau das Gleiche sagt. Es ist Birna Bran, nicht wahr? Du warst nie ein guter Lügner, Arnwald. Warum hat sie das getan? Das ist doch klar. Sie wollte die anderen Thronanwärter loswerden und dabei unseren Clan in Verruf bringen. Wenn sie Erfolg gehabt hätte, wäre Svanrig der einzige verbliebene Anwärter auf Skelliges Thron gewesen. Wir brauchen einen Beweis. Unser Wort gegen Birnas, das reicht nicht. Arnwald. Hilf uns, dann wird Vater dir einen ehrenhaften Tod gewähren. Dafür sorge ich. Ich habe Briefe von ihr, mit Anweisungen, wie der Met zu vergiften ist. Aber sie hat nicht unterschrieben und es gibt kein Siegel. Wird das reichen? Muss es. Wir sollten nicht zögern. Zeit, die Jarls zu versammeln. Ich habe die Jarls im Rat versammelt, wie du verlangtest, Ceres Ankreid. Du behauptest zu wissen, wer hinter dem Massaker von Caer Trolde steckt. Also sprich, das Blut der Söhne und Töchter Skelliges, wessen Hand befleckt es? Die von Birna Bran. Die Kleine ist verrückt. Denkst du, dass dir jemand glaubt? Du hast veranlasst, dass dem Berserkern vergifteter Met serviert wurde. Wie bitte? Ich befehlige doch nicht die Dienerschaft von Caer Trolde. Dein Vater hat das Fest ausgerichtet und die Gäste versammelt. Da ist was dran. Hast du einen Beweis für deine Anschuldigung? Ich habe sogar einen Zeugen. Arnwald? Ceres spricht die Wahrheit. Birna hat mir befohlen, den Met zu vergiften, als Ceres und der Hexer in den Keller gingen. Du hast uns verraten? Den Clan, der dich aufgenommen hat? Gute Leute, das ist ein Diener der Ankreid, ein Lakai. Er sagt, was man ihm zu sagen befiehlt. Er würde lügen, selbst wenn es ihn den Kopf kosten sollte. Birna sagt die Wahrheit. Arnwald dient auf Caer Trolde, seit ich denken kann. Treu wie ein Hund. Ich bürge für Ceres. Sie sagt die Wahrheit. Du? Noch ein Lakai der Ankreids? Hat Ceres dich geködert? Ich kann mir schon vorstellen, wie. Oder hat Krach dich bezahlt, damit du meinen Namen besudelst? Was hast du gesagt? Ich bitte um Ruhe. Nach dem, was ich auf Speaker Row gesehen habe, vertraue ich dem Hexer. Mehr als dir. Das Recht hast du, aber das ist kein Beweis für meine Schuld. Ich habe noch einen Beweis. Einen Brief von Birna an Arnwald. Mit Anweisungen, wie der Met zu präparieren ist. Der trägt weder meine Unterschrift noch mein Siegel. Aber das Pergament ist von Parfüm durchdrungen. Der Duft ist sehr stark. Man kann ihn immer noch riechen. Das soll dein Beweis sein, Mädchen? Das nennst du einen Beleg für meinen angeblichen Verrat? Wie amüsant. Birna hat recht, Ceres.
Das ist ein bisschen mager als Beweis für ein Verbrechen. Leider hat dein Bruder Hjalmar auch noch nichts gefunden, was die Familienehre wiederherstellen könnte. Uns bleibt nur noch eins. Holger, Lugos, es ist Zeit, dass wir diese verdammte Burg verlassen. Kommt, wir müssen die Strafe für den Clan an Kret bestimmen. Ihr macht einen riesengroßen Fehler. Sei still, Streuner! Halt! Mutter! Du hast mich vor dem Fest aus der Halle geschickt. Warum? Sohn, nicht jetzt. Warum hast du das getan? Wie konntest du es wissen? Wie? Du schweigst also. Ihr habt Ceres nicht geglaubt. Ihr habt dem Hexer nicht geglaubt. Aber ihr müsst einem Sohn glauben, der die eigene Mutter beschuldigt. Das Massaker war ihr Werk. Sie hat Schande über sich gebracht, über mich, über die Familie, den Clan. Svanrik, ich habe es für dich getan. Nur für dich. Du bekennst also die Tat. Als Ältester der Jarls wasche ich den Namen des Clans an Kret rein. Und dich, Birna, verurteile ich zum Tode. Du sollst an einen Felsen gekettet Hunger und Durstes sterben. Und die Seevögel sollen deine Überreste fressen. Birna war machthungrig, das wusste ich. Aber dass er ein solches Verbrechen begehen würde... Und Svanrik? Was wird aus ihm? Er wird seine Heimat verlieren. Seinen Namen, seine Ehre. Er wird das Exil wählen. Oder den Tod. Genug. Was immer kommen mag, wir müssen durchhalten. Danke dir, Geralt. Erneut. Das ist nicht nötig. Genug der Bescheidenheit. Dies ist ein Land der Helden. Das soll dich daran erinnern. Und jetzt reite ich nach Gedinate, zur Ratsversammlung der Jarls. Es ist an der Zeit, einen König zu wählen. Und was denkst du? Wer wird gewählt? Komm mit, dann erfährst du es. Es kann sein, dass alle auf dein Urteil hören. Ich habe ein Pferd im Rennen. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Wie ich's mir dachte. Gut, brechen wir auf. Wir kommen genau richtig. Sie haben schon angefangen. Es ist nicht lange her, da gaben wir König Bram dem Meer zurück. Nun endet unsere Trauer. Heute, mit der Gnade der Götter und Clans, erhält eine neue Herrscherin die Krone. Schwören wir ihr die Treue! Ich weiß, manche sehen hier lieber jemand anderen. Ich danke allen, die mir zur Seite standen. Hier, unter der heiligen Eiche, schwöre ich, allen eine gute Königin zu sein. Ich möchte für Frieden und Reichtum in Skellige sorgen. Gemeinsam mit euch werden wir diesen Traum verwirklichen. Ceres! 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 Großartige Königin sein. Vielen Dank. Ohne dich wäre ich heute nicht hier.
Ich habe etwas Ernstes zu besprechen. Ich brauche deine Hilfe. Was ist denn? Krach hat dir von Ciri erzählt. Ganz bestimmt. Hast du sie gefunden? Noch nicht, aber fast. Aber sobald ich bei ihr bin, wird uns die wilde Jagd finden. Und zaar schnell. Darum will ich sie nach Kaer Morhen bringen und die Jagd dort bekämpfen. Ich suche nach Verbündeten. Ich kann die Insel jetzt nicht verlassen. Unmöglich. Aber ich kann dir meinen besten Krieger mitgeben. Hjalmar! Denkst du, er wird mitkommen? Ganz sicher. Ich glaube, er wird sich sehr freuen. Du kennst ihn doch. Ja, ich glaube schon. Danke. Er wird sehr tapfer sein. Und hoffentlich auch hilfreich. Viel Glück! Letzte Nacht war... Puh. Sieht aus, als würdest du vor Stolz platzen. Puh, wenn du wüsstest, Wolf. Sag mir, welcher andere Jarl hat so prächtige Kinder wie ich? Wie traurig, dass ihre Mutter das nicht erleben konnte. Ceres wird eine gute Königin sein. Vielleicht kann sie die Clans endlich vereinen. Hoffen wir es. Und wenn nicht, hat sie immer noch mich und Hjalmar. Wenn es sein muss, greifen wir für sie zu den Waffen. Hast du ihn denn kommen? Ich will reden. Es fällt mir nicht leicht, aber ich muss dich um einen großen Gefallen. Worum geht es, mein Freund? Ciri. Ich weiß, wo sie ist. Leider wird es die wilde Jagd auch wissen, sobald ich bei ihr bin. Sie wird uns verfolgen, angreifen und wir müssen mit aller Härte zurückschlagen. Kann ich auf dich zählen? Erst die Schwarzen, jetzt Erscheinungen. So ist das Leben. Bring sie her und wir stellen uns ihnen im Kampf. Ich kann das Leben deiner Männer nicht riskieren. Wir können sie nur in Kaer Morhen bekämpfen. Kaer Morhen ist hunderte Meilen weg. Eine Armee dorthin zu bewegen, würde Wochen dauern. Die Inseln wären Nilfgaards Angriffen ausgesetzt. Geralt, verzeih mir, aber das kann ich nicht machen. Das verstehe ich. Ich werde deine Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Leb wohl. Warte. Ich lass dich nicht mit leeren Händen hin. Ich werde helfen, so gut ich kann. Komm mit. Wunderschöne Handwerkskunst. Du hast einen talentierten Schmied. Nicht ich. König Erlend Ankret. Erlend Steinfaust? Das ist also Winterklinge? Ich dachte, sie wäre eine Legende. In Mahakam geschmiedet, in Drachenfeuer gehärtet. Sie befindet sich seit Jahrhunderten im Besitz der Ankret. Und jetzt gehört sie dir. Das kann ich nicht annehmen. Doch, das kannst du. Lass mich wenigstens das für dich tun. Wenn du darauf bestehst, ich danke dir. Möge es dir gute Dienste leisten. Schick diese Geister dorthin zurück, wo sie hergekommen sind. Genau das habe ich vor. Leb wohl.
ich will reden. Was gibt es Neues auf Skellige? Wenn man in letzter Zeit aufs Meer blickt, sieht man ihre Sonne auf dem See. Bisher konnten wir noch... Bis dann, Krach. Die Priesterinnen sind furchtbar sauer auf dich. Du hast den Inselbewohner beleidigt. Zurück! Ich töte ihn! Schlag dem Hurensohn den Kopf ein! Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalar, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Wer ist das? War es schwierig, dieses Gesocks zu töten? Das nennst du laufen? Freas Titten. Der Gefallen, den Herrin Bran ihrem Sohn getan hat, war ziemlich groß und wild. Respekt, Hexer. Du hast keinen Respekt vor unseren Bräuchen und diese Hexe Yennefer auch nicht. Ich habe seit langem niemanden vom Kontinent. Das wollte ich schon immer wissen. Was macht die Hexe, wenn keine Basilisken? Wie steht's, Geralt? Du und Ciri, ihr seid doch zusammen aufgewachsen, zumindest teilweise. Ja, sie hat ihre halbe Kindheit auf den Inseln verbracht, ist mir immer nachgelaufen. Ein dürres Ding war sie. Aber ihre Sprünge beim Eislaufen, die hat ihr keiner nachgemacht. Einmal habe ich es versucht. Da habe ich mir den Mund an einem Felsen aufgeschlagen. Und dann seid ihr zu Krach gelaufen und habt verkündet, ihr wolltet heiraten. Das hast du gehört? Ja, wir waren beide 12 Winter alt. Aber mein Papa hat mir die romantischen Fantasien aus dem Kopf geprügelt. Möchte wissen, wie es wäre, ihr jetzt zu begegnen. Die wilde Jagd wird Kaer Morhen angreifen. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Erscheinungen am Tor der Hexerfestung? Du bist ein Freund des Clans. Ich kann deine Bitte nicht ablehnen. Umso mehr, da keiner der Ancraids je gegen so einen Feind gekämpft hat. Ich komme sofort mit. Danke. Das werde ich nie vergessen. Bauch aufgeschlitzt, gestern auch gesoffen, rausgezogen und ihn um einen Baum rennen lassen, bis die Leine alle war. Die Gedärme, meine ich. Möge deine Axt nie zerbrechen. Freunden zeigen wir das Herz. Der Gefallen, den Herrin Bran ihrem Sohn getan hat, war letzte Nacht hat meine kleine Norgon Geburtstag. Ich weiß nicht, was ich hier schon habe. Auf. Schön verziehte Axt.
Du weißt schon. Hm? Können wir reden? Die wilde Jagd wird Kaer Morhen bald angreifen. Ich brauche deine Hilfe. Die wilde Jagd? Bist du sicher? Dann weißt du, wo Ciri ist? Ja, ich weiß es. Und die wilde Jagd wird es auch wissen, sobald ich sie gefunden habe. Verstehe. Ich werde sofort packen und spätestens morgen aufbrechen. Danke. Keine Ursache. Ich habe das Mädchen großgezogen und bin ihr immer noch verpflichtet. Wir sehen uns in Kaer Morhen.